Nicht auf meinem Kanal. Hey. Jetzt muss ich wieder anfangen, ne? Gut. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. An meiner Seite heute mein Kameramann, der liebe Matthias. Seid gegrüßt. Mit seinem Kanal. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt... Genau, The Perfect Pick. Pick wie das Schwein. Nicht Picture, sondern Schwein. Das perfekte Schwein. Gut. Alles klar. Also, schön abonnieren. Ich glaube, habt ihr das schon mal vorgestellt? Ich glaube, einmal vor einem halben Jahr. Heute, ihr Lieben, ihr konntet das ja der Überschrift entnehmen, geht es um den Vergleich zweier Objektive. Beide haben etwas gemeinsam, und zwar 85 mm am Kleinbild. Wir haben einmal das Samyang-Objektiv in der zweiten Generation Offenlende von 1.4 und das Wildtrox-Objektiv mit der Offenlende 1.8. Auch dieses in der zweiten Generation. Ich habe beide unabhängig immer wieder voneinander oft benutzt und heute möchte ich mal so einen direkten Vergleich machen. Eins schon mal vorweg, der Unterschied zwischen einer Offenblende 1.8 und 1.4 ist optisch gesehen in der Gesamtbildbetrachtung, finde ich persönlich, marginal. Natürlich haben wir etwas kürzere Belichtungszeit, vielleicht ein bisschen andere Freistellung, aber mir geht es heute erstmal darum, wie schnell ist der Autofokus überhaupt bei der ganzen Geschichte. Und denn dem Samyang habe ich immer wieder gemerkt, dass nicht jedes Bild wirklich immer gelungen ist. Und beim Wildtrox hatte ich immer das Gefühl, dass es ein bisschen schneller war. Jetzt aber zwischen diesen beiden Fotografien mit diesen beiden Objektiven lag immer so viel Zeit. Und jetzt sind wir hier in Hamburg und ich spreche einfach mal wieder, ihr kennt das ja so gerne, ein paar Leute an, interessante Menschen zum Fotografieren und wechsle zwischendurch immer das Objektiv und schau mal, welches der beiden Objektive gefühlt schneller im Autofokus ist, vielleicht schärfer ist oder nicht so scharf, Vignette, all diese schönen Sachen, die man in so ein Review immer reinbringt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt los. Du schnackst die Leute an, ich fotografiere sie. So machen wir das. Gut, alles klar. Viel Spaß dabei. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. Kitare wa sa chigun miya. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. Mamchul su opsa chigun miya. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your just be ready to enjoy your night. Hallo, hi, moin. Ich habe eine Frage. Ich bin Streetfotograf. Ja, und ich fotografiere gerne interessante Menschen. Ich finde euren Kontrast mit der Augenfarbe einfach so genial. Und ich würde euch gerne fotografieren. Ich teste auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel auch Objektive. Dann habe ich auch gleichzeitig ein paar Bilder. Und als Dankeschön, wenn ihr mitmacht, bekommt ihr die Bilder von mir kostenlos. Ihr braucht nichts bezahlen. Würdet ihr mitmachen? Ja? Ja? Ich habe da nämlich eine schöne Location, da diese kurze da vorne Straße mit einem schönen Hintergrund. Ne? Ihr könnt auch gerne Taschen in der Hand behalten, ist völlig egal. Ich mache das hier oben im Porträtbereich. Ja? Da kommt eben kurz mit. Super. Das wird auch kurz aufgenommen. Hier mein Kameramann filmt das hier. Gut. Stellt euch doch am besten hier in die Mitte gleich, nebeneinander. Genau. Rollt noch ein bisschen weiter darüber. Genau. Und rückt man ja zusammen, als würdet ihr euch mögen. Genau, richtig. Ach, Schokoladenseite habt ihr auch noch. Cool. Gut. Dann schaut mal einmal kurz in die Kamera. Ja. Ja, sehr schön. Das sieht gut aus. Einen Moment, gleich nochmal. Guck mal die Köpfe so aneinander. Sehr schön. Komm mal noch näher ran. Right now, you don't wanna waste this time. All day and
to the moon. Die Bilder, die ihr jetzt gerade eben gesehen habt, habe ich gemacht mit dem Wiltrox-Objektiv 85mm 1.8. Und ob ihr es glaubt oder nicht, gerade bei diesen Headshots, wo ich ein bisschen näher dran war, waren die Offenblende von 1.8 auch schon zu viel. Schaut euch an, ich zoome mal ein bisschen ins Bild ran. Ihr seht, auf der einen Seite das Auge ist knackscharf und bei der zweiten Person, obwohl ich dachte, die stehen auf einer Ebene, ist da schon wieder beim Reinzoomen eine Unschärfe zu erkennen. Vielleicht im Gesamtbild nicht unbedingt, aber ihr merkt selber, wie schnell das geht. Und wenn die Person auch nur ein bisschen mehr nach hinten versetzt wäre, kann man mit einer Offenblende 1.8 nicht so viel anfangen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht manchmal überbewertet ist, eine Blende 1.4 oder gar eine 1.2 zu nehmen, denn hier ist ein Preisunterschied von ja, über 300 Euro nachher. Hier haben wir einen Preis von 350 Euro ungefähr Neupreis, hier um die 650 Euro und gebraucht liegt das bei 280 Euro und hier, jetzt muss ich mal gucken, habe ich gesehen, um die 500 Euro. Also ihr merkt, es ist schon für das Quäntchen mehr Lichtstärke ein ordentlicher Preisunterschied. Und da muss man sich schon genau überlegen, brauche ich das oder brauche ich nicht, dass man natürlich eine Offenblende von 1.2 an 85 mm auch gut gebrauchen kann, ist klar, wenn wir mehr Abstand zum Motiv haben, und vielleicht nicht mehrere Personen hintereinander stehen, sondern wir nur eine Person ablichten. Jede Lichtstärke hat sicherlich ihre Vor- und Nachteile. Dennoch würde ich sagen, für den allgemeinen täglichen praktischen Gebrauch, wie bei einer Hochzeit oder irgendwas, reichen eine Offenblende von 1.8 auf jeden Fall aus. Und meistens, ja, es klingt zu traurig, aber meistens blende ich das Ganze sogar ab. Ich stehe jetzt hier bei mir im Studio, denn ich habe es mit Matthias nicht geschafft, noch abschließende Worte zu finden bei dem Video. Und ich muss sagen, bei den beiden, bei den beiden Objektiven merke ich im Zentrum, sowohl bei Blende 1.8, hier auch bei Blende 1.8 gestellt und selbst bei Blende 1.4, keinen gravierenden Unterschied. Nachher im Rand, wen es dann interessiert, ist das Samyang am Rand vielleicht ein Müh unschärfer, aber da muss man echt mit mehreren 100% reinzoomen, um da vielleicht irgendwas zu erkennen. Auch hier wieder praktisch hat das überhaupt keine Wertigkeit zu sagen, das ist schärfer oder unschärfer. Nicht die Bohne. Und ich habe jetzt die nächsten Personen jetzt mal fotografiert, hier mit dem Samyang 85mm. Ich glaube auch zwischendurch mal mit Blende 1.4, sonst auch wieder mit Blende 2.8. Ich habe ein bisschen variiert, aber es tut dem schönen Hintergrund natürlich, dass er verschwommen ist, weil ich schon eine lange Flucht hatte, in dieser tollen Gasse in Hamburg auch nichts. Schaut euch eben an, was ich dann als nächstes gemacht habe, hier mit dem Samyang-Objektiv. Hallo, moin. Ich habe mal eine Frage. Ich bin People- und Street-Fotograf, habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon gesehen. Ja, Gott. Michael, nicht Gott. Ja. Sehr schön. Ich teste auch Objektive und das ist heute auch Sonntag. Teste mal mit uns. So, und genau. Ihr könnt zu dritt, ihr könnt einzeln, wenn ihr das möchtet, kostet euch keinen Cent. Nur die Bitte, dass ich die Testbilder auf meinem YouTube-Kanal dann benutzen darf. Ne? Kommt dann von der Hochzeit. Oh, dann seid ihr trainiert. Ja, normalerweise ist es nicht so. Gut. Wollt ihr alle drei zusammen oder einzeln? Ja, wenn zusammen. Ja? Oder? Ja. Dann würde ich sagen, komm mal mit. Da ist eben schon so schön gewesen. Ja. Und natürlich auch. Damit alles machen. Alles. Alles, was erlaubt ist. Seht ihr die eine trockene Stelle? Da könnt ihr euch hinstellen. Natürlich wird das auch per Video aufgenommen. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems. I'm already lost, yeah. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. Ooh. I play the memories over, over, over. Just tell me, mama. Ooh. I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Oh. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one. One by one, baby, one.
Stepping off all times, I'm loving over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, oh, we'll bring it in a simple, simple, simple mind. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one. Auch hier wieder traumhaft schöne Bilder. Die Mädels haben sich tierisch über die Fotos gefreut. Ich habe sie denen schon zugeschickt. Und ja, jetzt vielleicht nochmal abschließend zu sagen, nicht abschließend, ich zeige gleich noch, ich habe noch ein Mädel fotografiert, das zeige ich euch ganz zum Schluss. Dauert auch nicht ganz so lange dann das Video. Autofokus. Ich habe festgestellt, dass das Wildrox-Objektiv bei einem gewissen Abstand sind sie beide gleich. Aber wenn es ein bisschen mehr näher rankommt, zieht der Autofokus beim Wildrox ein bisschen besser nach. Ich will nicht sagen, dass das Samyang schlecht ist. Ne? Immer trotz alledem, für die Sportfotografie würde ich es nicht nehmen, da gibt es bessere Objektive. Aber wenn eine Person einfach auf euch zukommt, ich zeige das mal eben, ich habe die eine Person in der Dreiergruppe auf mich zukommen lassen, habe Serienbilder hier mit dem Samyang gemacht und auch das Samyang hat beim gewissen Abstand immer jeder Schuss einen Treffer. Kontinuierlicher Autofokus, aufs Auge gerichtet, es funktioniert. Also sich zu beschweren, Autofokus, ganz vergessen, natürlich geht es immer höher, schneller und weiter. Vielleicht noch eine Frage, 300 Euro gerechtfertigt. Es ist dieses Quäntchen mehr Licht und vielleicht bei gewissen Headshots oder auch in anderen Situationen kürzere Belichtungszeiten, auch wenn es nur Mühe ist, möchte man gerne haben. Aber ob es den Preis rechtfertigt, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt losgehe, eine Hochzeit fotografiere, könnte ich sagen, ich nehme das, weil es ein bisschen leichter ist, aber ich kann auch ebenso gut das nehmen. Dieses ist Spritz- und Staub- und Spritzwasser geschützt, das Wildrox nicht, das Samyang ja, könnte man auch noch sagen, hätte auf jeden Fall einen Pluspunkt verdient. Aber ansonsten würde ich sagen, sind beide Objektive auf einem Level. Beides sehe ich gerade 72 mm Filterdurchmesser, obwohl das hier recht breit aussieht, aber ist es eben nicht so. Und das ist sogar leichter wahrscheinlich, weil ja, hier mehr Kunststoff verbaut ist. Hier ist natürlich Vollmetall verbaut. Streulichtblenden sind jeweils aus Kunststoff. Und ja, ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht, mit beiden Objektiven zu arbeiten. Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Müsst ihr ganz alleine für euch wissen, wollt ihr 300 Euro mehr ausgeben für ein Quäntchen mehr Licht oder reichen euch 85 mm hier mit einer Offenblende von 1,8 für einen sagenhaft günstigen Preis am Vollformat bei Sony? Ich würde sagen, für mich persönlich ja. Und ja, macht euch selber ein Bild daraus, geht mal ins Fotofachgeschäft und probiert das Ganze mal aus. Jetzt zum Schluss noch mit ein bisschen Klaviermusik. Eine ganz zarte Dame, die ich gefragt habe, ob ich sie fotografieren kann. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Übrigens, die letzten Bilder dann habe ich dann wieder mit dem Wildrox gemacht. So, ich würde sagen, das war's für den Beitrag. Es ist eigentlich kein echtes Review. Ich bin kein Review-Kanal in der Form mehr, sondern ich möchte alles gerne zur praktischen Anwendung kommen lassen. Und ich hoffe, die Bilder und das Video gefällt euch trotzdem, auch wenn es diesmal ein bisschen länger ist, als es normal der Fall ist. Danke nochmal an Matthias, auch dass du mir geholfen hast, dass du den Kameramann für mich gemacht hast. Und jetzt noch viel Spaß mit den letzten Bildern. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.